Hallo, der Herbst ist eine wunderschöne Zeit, einerseits zum Wandern, wenn die ganzen Bäume sich verfärben und natürlich auch zum Fotografieren. Und dann dachte ich, ich nehme euch mit. Ich bin hier in Graubünden unterwegs und wie ihr seht, verfärben sich die ganzen Lärchen jetzt goldgelb. Man hat diesen wunderschönen Lärchen-Arfenwald, den ich einfach unglaublich mag, auch mit der Vegetation am Boden. Und ich möchte euch heute mitnehmen. Ich bin noch ein bisschen am Scouten, um wirklich den perfekten Ort zu finden für mein Foto heute Abend beim Sonnenuntergang. Und ich möchte euch einige Tipps geben oder zumindest einen Blick über meine Schulter, wie ich dabei vorgehe und euch natürlich auch ein paar schöne Eindrücke von der Landschaft zeigen. Also viel Spaß beim Video! Eine Gefahr, sage ich mal, beim Fotografieren von Landschaften ist für mich immer, dass ich mich dann zu sehr auf das Weitwinkel beschränke und immer nur das rausnehme, um die ganze Landschaft einzufangen. Aber ich finde, es gibt auch wiederum gerade im Herbst viele Details, die extrem schön sein können. Hier zum Beispiel die Lärchennadeln mit den Lärchenzapfen dran, die jetzt im Gegenlicht unglaublich toll wirken. Und was ich hier gemacht habe, ist einfach eben mal das Weitwinkel auf die Seite getan, mein 50 mm rausgenommen, es kann auch ein 70 bis 200er sein oder ein 24 bis 105er, bei dem ihr etwas mehr reinzoomt, die Blende voll öffnen, etwas nah rangehen mit Gegenlicht und da mal etwas herumspielen und ich finde, man kriegt ganz schöne Details hin. Einerseits könnt ihr im Hintergrund im schön unscharf natürlich weitere Lärchennadeln haben, ihr habt ein total gelbes Bild. Oder eine andere Methode, ihr sucht euch einen dunklen Hintergrund und dann leuchtet dieses Gelb und der Hintergrund wirkt komplett schwarz, wenn ich jetzt hier einen Arfenwald als Hintergrund nehmen würde. Und um noch eine etwas andere Perspektive reinzubringen, setze ich noch etwas meine Drohne ein. Und zwar fliege ich jetzt mit dem Licht im Rücken praktisch. Wichtig hier einfach, schaut natürlich vorher auf den Karten des Bundes oder von wo auch immer, ob man da fliegen darf, ob es Einschränkungen gibt, Wildschutzgebiete und so weiter. Und ja, ich hoffe, es gibt jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen von oben und ich werde auch später vermutlich noch ein paar machen, wenn die Sonne weg ist, wirklich frontal von oben runter fotografieren, denn da finde ich, stören die Schatten, die man jetzt hat, eher etwas. Ich bin jetzt an dem See, an dem ich nachher auch die Fotos machen möchte und momentan ist die Sonne noch relativ hoch, aber ich finde es trotzdem schon ganz schön. Hier der Vordergrund mit den Steinen, den ich nachher versuchen möchte ins Bild einzubauen, ist noch im Schatten. Hinten die Berge und die Lärchen teilweise noch in der Sonne. Das heißt vom Dynamikumfang her nicht ganz einfach, eine modernere Kamera wie eine Z7, Z6, D850, Sony sowieso oder eben auch eine R5 packt das vom Dynamikumfang. Ansonsten müsste ich jetzt Graufilter einsetzen, also Grauverlaufsfilter habe ich auch noch. Was ich hier noch drauf habe auf meinem Weitwinkelobjektiv ist ein Polfilter. Mit dem solltet ihr wirklich aufpassen, wie ihr ihn dreht. Erstens könnt ihr die Spiegelung euch rausschneiden und das wollt ihr in der Regel nicht. Die Spiegelung ist wirklich schön hier. Das heißt, ich setze ihn sehr gezielt ein, dass man im Vordergrund ein bisschen mehr von der Unterwasserwelt sieht, aber trotzdem noch ein wenig, trotzdem noch die Spiegelung von den Lärchen und von den Bergen hat. Und zudem, je nachdem, wie ihr die Sonne im Rücken habt oder eben nicht im Rücken und sie von der Seite kommt, gibt es relativ unschöne Muster im Himmel. Also ein Teil vom Himmel wird dann dunkler, ein Teil ist heller. Ich hoffe, ihr seht das bei diesem Beispiel hier. Das heißt, passt mit dem Polfilter auf, vor allem wenn ihr wirklich im Ultraweitwinkelbereich, sagen wir 16 mm unterwegs seid. Momentan bin ich noch ohne Stativ unterwegs, denn die Verschlusszeiten sind eh noch relativ kurz. Da bringt es sich für mich eigentlich nicht, das Stativ auszupacken. Und so bin ich flexibler, ich kann ein bisschen die Positionen variieren, ich kann schauen, wie es mir besser passt und ich hoffe, dass dann nachher, wenn es dunkler wird, auch weniger Leute hat. Und ich werde mich jetzt mal auf die andere Seite des Sees machen, damit ich im Gegenlicht bin und dann hoffentlich etwas später den Sonnenstern schön fotografieren kann.
Vielleicht noch ganz allgemein zu den Einstellungen. Ich habe die Blende etwas geschlossen, damit Vordergrund und Hintergrund scharf ist. Allerdings habe ich jetzt nicht einen Vordergrund, der irgendwie einen halben Meter vor meinem Objektiv ist. Das heißt, in der Regel reicht hier Blende 9 oder 10 völlig. Also ich muss nicht abblenden auf Blende 16, 22 und dann habe ich noch Probleme mit Diffraktionsunschärfe. Das lasse ich so. Ich empfehle euch einfach hier, zoomt kurz rein, schaut das Bild wirklich genau an auf dem Bildschirm. Ist der Hintergrund und der Mittelgrund, Vordergrund scharf? Wenn ja, tipptopp. Sonst könnt ihr die Blende ja noch etwas mehr schließen. Die ISO behalte ich auf 100, denn wie gesagt, der Dynamikumfang ist relativ hoch. Das heißt, ich bin froh, wenn ich da ein bisschen Reserve habe. Und die Verschlusszeit ist momentan noch unproblematisch. Ich dachte, es sei so eine 30stel Sekunde oder so gewesen. Wenn es länger wird, eben Stativ. Oder vielleicht einen Schritt vorher nehmt das Live View. Bei Spiegelreflexkameras und bei Spiegellosen könnt ihr euch je nachdem überlegen, den elektronischen ersten Verschluss zu nehmen. Und vielleicht gleich ein Serienbild machen, einfach ein, zwei Bilder. Und dann ist hoffentlich auch eines von den Bildern, die ihr gemacht habt, scharf. Auch da empfehle ich euch, überprüft das schnell durchs Reinzoomen. Und was ihr hier oben auch seht, ein paar kleine Stellen sind ausgebrannt. Mit der Überbelichtungswarnung sieht man das relativ gut. Allerdings sind das wirklich weiße Schneeflächen, das heißt, das juckt mich nicht groß. Zudem hat man im RAW meistens noch ein bisschen mehr Reserve. Und viel dunkler wollte ich nicht belichten, aufgrund der dunklen Bereiche, die man hier im Histogramm schon sieht. Ja, die Sonne ist mittlerweile weg, es ging dann alles recht schnell. Leider gab es nicht genug Schleierwolken für ein wirkliches knalliges Abendrot. Der Sonnenstern hat aber dafür einigermaßen gut geklappt. Allerdings habe ich eine Reihenaufnahme gemacht, denn der Dynamikumfang ist recht groß und mit Grauverlaufsfiltern habe ich da eher schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich hier recht hässliche Flares drin habe. Darum habe ich da pur fotografiert ohne Filter und im schlimmsten Fall mache ich halt zu Hause dann einen HDR. Ich habe auch ganz kurz die Drohne noch rausgenommen und wirklich so von oben nach unten fotografiert, nachdem die Sonne eben weg war und es keine Kontraste mehr hatte. Und mir gefallen auch diese Aufnahmen noch ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Ich habe es heute Morgen noch einmal versucht und die Sonne hat tatsächlich einige Schleierwolken ziemlich schön angeleuchtet, sodass diese richtig pink gestrahlt haben. Allerdings hätte es noch ein Spürchen intensiver sein können. Und ich habe dann etwas experimentiert, einmal mit längeren Verschlusszeiten, also mehrere Minuten. Dafür habe ich neben dem Grauverlauf, den ich sowieso drin hatte, zum den Himmel etwas abdunkeln, noch einen normalen Graufilter, einen relativ starken draufgeschraubt. So, dass ich einfach so eine lange Verschlusszeit überhaupt haben kann. Natürlich, genau während diesem Experiment, sage ich einmal, war das Licht dann am besten, aber ich bin auch ganz zufrieden mit dem Foto, das ich jetzt habe. Da dieses Video ja noch gar nicht so lange ist, dachte ich mir, ich bearbeite nachher noch eines dieser Bilder zusammen mit euch. Entweder das von heute Morgen oder das den Sonnenstern von gestern, da eventuell eben mit HDR, also bleibt noch kurz dran. So, ich bin wieder zu Hause und ich habe die Bilder einmal durchgeschaut und auch schon einige bearbeitet. Das vom Sonnenstern ging relativ problemlos, kein HDR oder irgendetwas nötig. Deshalb fand ich das fast etwas zu langweilig zum Bearbeiten und ich möchte eher das vom Morgenrot hier anschauen. Auch hier haben wir einen relativ starken Dynamikumfang, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Ich habe das Bild jetzt hier in Capture One 21 geöffnet und möchte es jetzt mit euch bearbeiten. Ich dachte mir aber, damit das nicht zu langweilig wird, viele von euch verbringen vermutlich wie ich lieber Zeit draußen in der Natur und nicht vor dem Computer. Das heißt, ich werde mir jetzt die Challenge setzen, in 3 Minuten das Bild komplett fertig zu bearbeiten. Mal schauen, ob das klappt. Ich würde sagen, los geht's. Zuerst fällt einmal auf, dass das Bild deutlich zu dunkel belichtet ist. Typisch. Ich hebe die Belichtung hier etwas an. Dann sehe ich schon ein großes Problem. Der Himmel wird zu hell sein, wenn der Rest ungefähr stimmt. Das heißt, ich mache hier eine neue gefüllte Ebene, aber gehe hier nur auf die hellen Töne mit einer Luminanzmaske.
Die kann ich mir hier auch anzeigen lassen. Vielleicht. Ja. Mache die hier etwas weicher im Sinn von, dass es eine feinere Abstufung gibt. Meistens erhöhe ich auch den Radius noch etwas. Ich denke, irgendetwas in diese Richtung sieht ganz gut aus. Und jetzt kann ich hier wirklich nur diese Töne separat bearbeiten. Das heißt, ich kann hier die Lichter etwas runterziehen. Ich werde trotzdem etwas Kontrast reingeben, damit das nicht zu extrem wird. Allgemein die Belichtung etwas nach unten korrigieren. Dann hier bei den Farbtönen vielleicht das Pink etwas verstärken. Und das Lila, ihr seht es, wenn ich jetzt hier übertreibe, sollte das Morgenrot hier ein bisschen Pep kriegen. Hier mache ich es lieber nur fein. Jetzt gehe ich wieder zurück auf die allgemeine Ebene. Das Bild ist mir zu bläulich. Das sieht man vor allem, wenn man die Sättigung etwas anhebt. Das heißt, ich werde jetzt hier, auch wenn am Morgen natürlich etwas bläuliche Farben normal sind, ein bisschen ins Gelbliche gehen, ganz wenig mehr rötlich. Der Himmel wirkt mir etwas zu türkis. Gut, jetzt kann ich die Sättigung wieder etwas zurücknehmen. Was bleibt jetzt noch zu tun? Generell den Kontrast etwas anzuheben. Im mittleren Bereich hier möchte ich etwas mehr Struktur geben. Das heißt, ich mache hier eine neue Ebene, schaue, dass die automatische Erkennung aktiviert ist und gehe hier über diese Bäume einmal kurz drüber. Wirklich nur kurz, denn sonst rennt mir die Zeit davon. Okay. Der wird das jetzt vielleicht schnell berechnen. Jetzt werde ich hier die Helligkeit etwas erhöhen, den Kontrast etwas erhöhen, mit dem Dehaze schauen, dass ich einen passenden dunklen Wert hier finde, das Dehaze etwas anziehen, Tiefen vielleicht etwas hoch, vielleicht noch mehr Kontrast, bisschen Klarheit. Sieht für mich schon besser aus. Jetzt sind wir auch schon relativ nahe da, wo ich sein möchte. Vielleicht mache ich noch einen groben Grauverlauf auf einer neuen Ebene. Muss aber nicht unbedingt sein. Und ich glaube, jetzt sind die 3 Minuten auch so gut wie um. Ich bin noch nicht ganz 100% happy. Man sieht schon einen rechten Unterschied. Ich glaube, ich bin etwas zu stark in das Gelbliche gegangen. Ich erlaube mir hier ganz kurz, falsche Ebene, ganz kurz hier den etwas zurückzuschrauben und dann bin ich fertig. So. Okay, das war jetzt vorher, nachher. Ich habe das Bild schon vorher einmal durchbearbeitet, damit ich selber etwa weiß, was ich machen möchte. Da habe ich mir etwas mehr Zeit genommen. Ein ganz anderer Look. Das alte ist mir jetzt im Nachhinein deutlich zu bläulich hier. Mir gefällt das neue von dem her besser. Wie so häufig wäre vielleicht ein Mittelweg angebracht. Ich werde mir das nachher noch einmal genau anschauen. Aber ja. Man kann das Bild auch in 3 Minuten schon recht aufbessern und darum sollte es ja gehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet am Gesamtvideo Freude, am Outdoor-Teil, am Indoor-Teil. Mögt ihr häufiger solche kleinen Bildbearbeitungssequenzen sehen? Ja, nein. Ist Capture One gut? Soll ich es auch mal in Lightroom machen? Denn ich denke, einige von euch werden wirklich eher auf Lightroom setzen. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Lasst doch ein Abo da und bis bald. Ciao.